Bücher für Künstler Episode 1. Ich habe mir vorgenommen, dir jeden Monat ein Buch für Künstler und Kreative vorzustellen, damit du einfach ein paar Ideen bekommst, wo du dich weiterbilden kannst und vielleicht ein Buch findest, das dich interessiert. Heute starte ich mal mit einem Buch fürs Zeichnen. Das Buch heißt Ganz entspannt zeichnen vom EMV Verlag von dem Künstler Lazy Art. Ich habe mir das Buch durchgelesen und alles angeschaut und zeige dir jetzt einfach ein paar Ausschnitte, dass du dir ein bisschen vorstellen kannst, um was es in dem Buch geht. Das Buch fängt auf jeden Fall bei den absoluten Basics für Anfänger an. Hier zum Beispiel diese Kugelübung, die ich auch immer wieder empfehle. Deshalb sage ich hier schon mal Daumen hoch, dass die Übung drin ist. Man kriegt alles schön erklärt mit verschiedenen Bereichen, wie das funktioniert und kann auch nebendran gleich immer ausprobieren. Hier musst du gucken, ob du ein Extrablatt nimmst oder ob es sich da gut zeichnen lässt. Das musst du am besten mal testen. Hier also schon mal super. Es geht weiter mit verschiedenen Übungen zu einfachen Formen. Also hier wirklich ein schöner Anstieg für absolute Anfänger, die sich da reinfinden möchten. Jetzt springe ich mal ein bisschen weiter. Du siehst, da kommt relativ viel. Und zwar hier weiter hinten geht es dann schon eine Stufe höher. Also das heißt, am Anfang sind Grundsachen drin, die sehr wichtig sind für jeden Anfänger, ganz klar. Dann geht es eine Stufe weiter zu Gegenständen, die aber jetzt auch nicht so schwer sind. Von daher auch hier, ich empfehle es eigentlich genauso, so eine schöne Steigung von ganz einfach ein bisschen schwerer und sich da eben voranzutasten, weil wenn du sofort mit dem Porträt anfängst, ist man meistens schnell frustriert und mit so Gegenständen und einfachen Formen kann man immer sehr gut starten. Das gefällt mir hier also auch. Ich springe mal noch weiter, also hier wieder 15 Seiten weiter. Da sieht man, man lernt auch Sachen wie Perspektive, auch diese Vergrößerung und Verkleinerung auf dem Bild, was für mich sehr interessant ist. Es ist sehr schön dargestellt mit dem Weg nach hinten, mit den verschiedenen Perspektiven 1-Punkt, 2-Punkt, 3-Punkt und Co. Hier lernst du also auch sehr viel, wird dann auch angewendet an verschiedenen Übungen. Finde ich auch sehr gut. Ich kann dir natürlich jetzt nicht alles zeigen, sondern nur ein paar Ausschnitte. Und genau, also hier auch sehr schön, wenn du solche Sachen lernen möchtest. Ich springe nochmal weiter und kann dir hier noch ein paar Informationen geben. Du siehst, hier geht es auch an Landschaften. Das Buch zeigt also alles Mögliche und immer sehr schön mit solchen Übungen, wo du sehr einfach starten kannst, das Bild aufbauen kannst, aber schon ein schönes Ergebnis hast. Sehr schön gemacht. Wie gesagt, Grundlagen, erste Gegenstände, Landschaften. Und dann kommt es natürlich noch zu Bereichen, wo wir alle immer hinwollen oder die meisten von uns, ist Körperzeichnen, Porträts zeichnen und Co. Hier sieht man auch sehr gut, ich nehme an, der Künstler, der Lazy Arts, hat sich auch den Kurs von Proko angeschaut. Falls er das Video sieht, kannst du ja mal unten rein kommentieren, ob du dir den auch angeschaut hast. Ich habe ihn mir angeschaut. Und da sieht man die verschiedenen Formen, wie die Künstler hier eben diese Bewegung und die Gestik von den Figuren darstellen. Das erkläre ich auch bei mir in den Kursen, ist also ein sehr wichtiger Bereich. Da kommt noch sehr viel mehr dahinter, wie man das dann machen kann, wie man die schnell skizzieren kann. Und dann weiter hinten, ich guck mal, geht es dann natürlich noch an Porträts, an verschiedene Gesichtsmerkmale und du wirst auch ganze Porträts zeichnen. Für wen ist dieses Buch geeignet, meiner Meinung nach? Es ist auf jeden Fall für absolute Anfänger geeignet. Wenn du absoluter Anfänger bist, kann ich dir das Buch auf jeden Fall empfehlen, weil es eben so schön einfach startet und dann langsam aufbaut und es sehr gut umgesetzt ist, meiner Meinung nach. Und für fortgeschrittene Anfänger bis fortgeschrittene. Es hängt von ab. Also ich habe ja immer die Meinung, dass man, egal was man liest, man lernt immer noch was. Und auch ich konnte mir jetzt ein paar Sachen wieder rausziehen, wo ich gemerkt habe, ah, stimmt, habe ich jetzt gar nicht mehr gewusst, habe ich mich wieder daran erinnert oder was ganz Neues gelernt. Grundsätzlich würde ich es aber eher einstufen für Anfänger bis fortgeschrittene, die jetzt noch nicht sehr viel Erfahrung im Zeichnen haben. Dafür ist es ideal geeignet. Wenn du jetzt direkt weiterlernen willst und starten möchtest, schau dir am besten auch direkt mein Video zum Hautzeichnen an,
wo ich dir drei verschiedene Arten zeige, Haut zu schattieren.